Die elementare Musikpädagogik ist ein Teilbereich der Musikpädagogik, der mit Gruppen aller Altersstufen arbeitet. Ein grundlegender Aspekt der EMP ist es, ganzheitlich zu arbeiten. Das heißt, die typische Herangehensweisen in der EMP sind körperorientiert, prozesshaft, improvisatorisch, kreativ und experimentell. Und es geht darum, eine Musikerpersönlichkeit zu entwickeln. Das ist die beste Voraussetzung, wenn man Musik vermitteln möchte. Also wenn man EMP studiert, hat man das Instrument oder Gesang als Hauptfach und dann natürlich auch die EMP-typische Fächer. Das sind Percussion, Bewegung und Tanz, Stimme und Kinderstimmbildung, Improvisation. Und dann geht es auch darum, in der Gestaltung diese ganzen Inhalte zusammenzubringen und zu verknüpfen. Der Bedarf an EMP-Lehrkräfte ist sehr hoch. Es werden überall Lehrkräfte für diesen Bereich gesucht. Und man kann auch sehr vielfältig das Arbeitsleben gestalten. Man kann den traditionellen Weg in die Musikschule gehen. Man kann aber auch an Konzerthäusern, Theatern, mit Orchestern arbeiten. Man kann in der Fort- und Weiterbildung gehen, da werden auch Leute gesucht. Oder natürlich auch an anderen Bildungsinstitutionen. Besonders geeignet für ein EMP-Studium sind Leute, die auf einem hohen Niveau auf ihrem Instrument oder mit Gesang agieren können, die aber auch Lust haben, vielfältig mit der Musik unterwegs zu sein und eine ganzheitliche Ausbildung zu genießen. Besonders in Freiburg ist, dass wir in der EMP zwei Studienrichtungen haben im Bachelor. Das eine ist EMP mit Zweithauptfach Instrumental- oder Gesangspädagogik. Und jetzt neu haben wir auch diese Studienrichtung MEP, Musik im Elementar- und Primarbereich. Das ist eine Kooperation mit der PH in Freiburg und danach hat man die Chance, als Musiklehrkraft in der Grundschule zu arbeiten. Das gibt's nur hier. In Freiburg ist der Praxisanteil in unserem EMP-Studium sehr hoch. Vom ersten Semester an hat man die Möglichkeit, in verschiedenen Praxisgruppen zu hospitieren und dann auch zu unterrichten. Und das geht von Eltern-Kind-Gruppen bis zur Kindergarten, Grundschule, Jugendliche, auch Senioren im Seniorenheim.